Okay. Die Geschichte heißt Frau Holle. Es war einmal eine Frau, die hatte zwei Töchter. Ja. Die eine Tochter noch eine Tochter. Pass auf. So. Die eine Tochter war schön. Ja, sie war sehr schön. Und sie war auch fleißig. Ja. Sie arbeitete viel. Sie war sehr fleißig. Die andere Tochter aber war hässlich. Hässlich? Ja. War hässlich und faul. Ja. Das ist das Gegenteil. Schön und hässlich und fleißig und faul. Ja. Die Frau aber, liebte die hässliche und faule Tochter so sehr, denn es war ihre Tochter. Ja. Sie liebte die andere Tochter nicht. Es war nicht ihre Tochter, es war ihre Stieftochter. Mhm. Ja. So, das ist die Stieftochter. So, sie hat einen anderen. Sie hat einen anderen Vater und eine andere Mutter. Das ist die Stieftochter. Die Frau liebte die hässliche und faule Tochter, nicht die schöne und fleißige Tochter. Und die schöne und fleißige Tochter musste immer arbeiten. Sie musste immer arbeiten. Sie musste immer arbeiten. Die Frau schickte die schöne, fleißige Tochter an einen Brunnen. So, und da kommt da ein Eimer rein. Ja. Und Wasser drinnen, oder? Und da ist ja, Wasser drin. Ja? Ein Brunnen. Und an diesem Brunnen musste sie sitzen und spinnen. Mit einer Nadel. Ja, ich schreibe das mal hin. Sie musste spinnen. Sie musste spinnen mit der Nadel. Eines Tages spann die Tochter so viel, dass ihre Hände, ihre Finger bluteten. Ja. Und das Blut fiel in den Brunnen. Das Blut fiel in den Brunnen. Und dem Mädchen fiel, das Mädchen, das tat weh. Au! Ja, ihre Finger taten weh. Und dem Mädchen fiel die Nadel in den Brunnen. Das Mädchen hatte Angst.
Sie hatte Angst, denn sie dachte, oh nein, die Stiefmutter, sie ist die Stieftochter, die Stiefmutter wird böse sein. Und sie dachte, was mache ich nur, was mache ich? Und weil sie nicht wusste, was sie machen sollte, machte sie die Augen zu und sprang in den Brunnen. Als sie die Augen aufmachte, sah sie einen Apfelbaum. Und der Apfelbaum, und an dem Apfelbaum hingen viele Äpfel. Viele, 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 viele Äpfel. Und der Apfelbaum rief: Schüttel mich! Schüttel mich! Meine Äpfel sind alle reif. Ja, sie sind reif. Ja, sie sind alle reif. Das fleißige Mädchen schüttelte den Baum, bis alle Äpfel auf dem Boden lagen. Dann ging sie weiter. Da sah sie einen Ofen. Ja. So ist ein Ofen. In dem Ofen ist ein Feuer. Und in dem Ofen war ein Brot. Und das Brot rief: Nimm mich aus dem Ofen! Nimm mich aus dem Ofen! Ich bin fertig! Ich bin fertig gebacken! Und weil das Mädchen fleißig war, nahm sie das Brot aus dem Ofen und ging weiter. Da kam das Mädchen an ein Haus. Und in dem Haus lebte eine alte Frau. Die sagte zu dem Mädchen: Du kannst in meinem Haus leben. Und es soll dir gut gehen, wenn du fleißig bist. Ja. Und du musst immer meine Betten schütteln. Denn wenn du meine Betten schüttelst, ja, und nicht das Bett, das ist die Bettdecke, ja, die Decke und das Kissen, ja, schütteln. Ja. Wenn du das Bett schüttelst, dann schneit es. Dann schneit es auf der Erde. Ja. Denn ich, die alte Frau, ich bin Frau Holle. Das Mädchen lebte von dem Tag bei Frau Holle. Und sie war sehr fleißig. Sie schüttelte die Betten jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, egal. Sie schüttelte die Betten jeden Tag und es ging ihr gut. Sie arbeitete sehr viel. Sie war sehr fleißig. Und sie war glücklich bei Frau Holle. Frau Holle war immer nett
zu dem Mädchen. Sie war nie böse. Aber dann, eines Tages, wurde das Mädchen traurig. Und sie vermisste ihre Welt. Sie vermisste die Erde. Ja? Und sie wollte nach Hause. Und das Mädchen sagte zu Frau Holle, ich möchte nach Hause. Ja? Möchte? Ja, okay. Ich möchte nach Hause. Ja? Frau Holle ging mit dem Mädchen zu einem Tor. Aber nicht im Fußball. Ach so. Ja? Ein großes Tor. Aber nicht ein Fußballtor. Ja. Sie ging mit dem Mädchen zu einem Tor. Und als das Mädchen unter dem Tor stand, kam wie ein Regen auf sie. Aber es war nicht Wasser. Es war Gold. Und das Gold fiel ihr auf die Haare, und auf die Kleidung und auf das Gesicht. Und das Gold klebte. Das ist das Gold. Das Gold klebte an ihr. Ja, klebte. Okay. Das klebte an ihr. Es ging nicht weg. Okay. Ja? Das Gold klebte an ihren Haaren und an ihrer Kleidung. Und als sie zurückkam in ihre Welt, auf die Erde, dann nannten alle Leute das Mädchen Goldmarie. Goldmarie, denn sie hatte Gold. Mhm. Überall. Okay. Ja, und sie war die Gold. Gold Mariechen. Sie war das Gold Mariechen. Die Stiefmutter aber war nicht glücklich. Denn das war die falsche Tochter. Sie wollte das Gold für ihre Tochter, nicht für die Stieftochter. Und so sagte, so fragte sie die Stieftochter, was ist passiert? Was ist mit dem Gold? Das Goldmariechen sagte, was passiert war. Und die Stiefmutter sagte zu ihrer Tochter, zu der hässlichen und faulen, du sollst das auch machen. Ja. Also ging die hässliche Tochter an den Brunnen. Und sie sollte auch spinnen, ja? Aber sie war faul, sehr faul. Sie spann nicht, bis die Finger bluteten. Sie nahm die Nadel und stach von Stechen, ja? Von Stechen, pieks, ja? Stach sich in den Finger, bis es blutete. Und sie drückte das Blut aus dem Finger in den Brunnen und sie warf die Nadel in den Brunnen. Sie hatte keine Angst, denn sie kannte die Geschichte von der Stiefschwester. Ja? Und sie sprang in den Brunnen hinter der Nadel her. Und sie stand im Gras und sah den Apfelbaum. Die Äpfel waren nicht auf dem Boden. Die Äpfel waren in dem Baum, wie hier. Ja. Und der Baum rief, schüttel mich, meine Äpfel sind alle reif.
Aber die Tochter, das Mädchen, war faul. Nee. Sie ging weiter. Es war ihr egal. Und sie ging weiter und sie ging zu dem Ofen. Und in dem Ofen lag das Brot. Und das Brot rief, nimm mich raus, nimm mich raus, ich bin fertig gebacken. Aber sie war faul und sagte, psch, ein anderer kann das machen. Ja? Und sie ging zu dem Haus von Frau Holle und sie sah Frau Holle. Und Frau Holle sagte, du kannst in meinem Haus leben und es soll dir gut gehen, wenn du die Betten schüttelst und fleißig bist und viel arbeitest. Ja? Alles klar. Ja? Am ersten Tag war das faule Mädchen fleißig und sie arbeitete und sie schüttelte die Betten. Aber schon am zweiten Tag schüttelte sie die Betten nicht. Und stattdessen und stattdessen lag sie den ganzen Tag im Bett. Sie machte nichts. Keine Arbeit. Sie war nicht fleißig. Sie war faul. Ja. Frau Holle mochte das nicht. Frau Holle sagte, okay, das ist genug. Und du gehst jetzt nach Hause. Ja. Das ist keine Hilfe. Und sie brachte die faule Tochter unter das Tor. Und das Mädchen dachte, jetzt kommt der Goldregen. Und sie stand unter dem Tor. Aber es regnete kein Gold. Es regnete Pech. Pech. Pech klebt und ist schwarz. Ja? Und. Okay. In der Straße? Ja. Das auf dem Boden ist es wie Pech. Es wird hart. Schwarz. Und es ist heiß. Es schmilzt. In Italiano si dice la, auf der Straße ist ja. Das. Das ist die, woraus die Straße ist. Die oben aus Pech ist oben drauf. Ah, aber die Straße ist von diesem Pech. Ja, ja, ja. Ja. Ach so, ja. Ich verstehe. Okay. Gut. Ja, ich verstehe. Das ist Pech, ja. Und Pech ist heiß und ja, es klebt furchtbar und schwarz. Ja, ja. Und aus dem Tor kam kein Gold, es kam Pech auf das Mädchen. Ja, so, sie hatte überall Pech. Ja. Und als sie zurückkam in ihre Welt, nannten die Leute sie alle das Pechmariechen. Die Stiefmutter war nicht glücklich, aber das Goldmariechen lebte glücklich für alle Tage.